Ich will jetzt die Flugmaschine. Sie trauert um Wahl. Hier, Aloy. Aloy will erst am Ende trauern. Die Wir kamen Feinde auf dem Boden hierher, liegen. um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben bei der Prüfung an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Entsteht neues Leben. So ist es mit dem Land und so ist es auch mit uns. Sie ist schwanger. Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie, nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Er ist hartnäckig Aloy hinterhergeritten. Sie wollte alleine Leb wohl, Val. In den Westen reiten. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Das wäre es ja natürlich jetzt auch für den dritten Teil. Aloy bildet dann das Kind von Val aus. Ich komme wieder, wenn ich kann. Aber genau wie Rost es getan hat. Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Ach so, jetzt spielt das mal eine Rolle. Da bin ich gerade blöd. Wir konnten uns ja nur diese Unter-Spezialgruppen da und den jeweiligen freischalten. Bevor ich vergesse, ich habe die Pflanzen für dich gegossen. Oh. Ich weiß ja, dass sie dir wichtig sind. Keine Kosten, Sonnenflügel. Da hatte ich das wohl falsch mir gespeichert. Wir müssen tatsächlich jeden Einzelnen hier freischalten.
So. Sonnenflügel. Verbindung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Ich glaube, oben auf dem Berg nisten ein paar. Ich denke immer. Naja, hat die Tür wohl entriegeln können. Hier ist jetzt ziemlich viel Zeug. Von Alva, Erend und Kutalo, schätze ich. Aseras Rüstungsteil. Jedes Mal, wenn wir eine Verbindung zu Derwal finden, reißt bei Erend eine alte Wunde wieder auf. Ich hoffe, Asera war die letzte. Als Erinnerungsstücke. Ich kann jetzt den Schmerz über den Tod seiner Schwester überwinden. Gemeinsame Sprache. Seit der Expedition gelandet ist und wir auf Barbaren, Entschuldigung, Tenak getroffen sind, hat eine Frage an mir genagt. Wenn man die riesige Entfernung von hier zum großen Delta bedenkt, wie kann es dann sein, dass wir alle dieselbe Sprache sprechen? Offensichtlich sollte das Zero Dawn-System die Menschen nach ihrer Ausbildung durch die Apollo-Datenbank als junge Erwachsene in die Welt entlassen. Das hatten wir ja in Zero Dawn gesehen. Das war ja so eine Art Kindergarten, Schule und dann, die Kinder wollten dann irgendwann raus, aber sie durften nicht. Aber als Ted Fervo Apollo gelöscht hat, der macht mich so wütend, setzte sich Zero Dawn auf die Standardsprache zurück. Und das war dann die einzige, die die Kinder in den Ursprungsanlagen je gehört haben. Unsere Ahnen, also unsere Stammesvorfahren, nicht die vom Vermächtnis, hatten also von Anfang an dieselbe Sprache zur Verfügung und keine Chance mehr, je eine andere zu erlernen. Rätsel gelöst, noch so eine miese, vollkommen ungerechte Sache, die dieses Arschloch, Verzeihung, der Welt angetan hat, Alva. Jetzt mit dem neuen Fokus kennt sie auch die Wahrheit. Oh, hab ich das schon mal gesehen. Na, guck mal, hier haben wir das Gaia-Bild. Mit allen Unterfunktionen, die jetzt da sind. Hab ich noch gar nicht gesehen. Die Energiezelle unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet. Poseidon, Demeter, Aether und Hephaistus. Dann haben wir jetzt noch Prometheus von den Rebellen. Und dann fehlen ja noch vier. Gut. Hey, in der Kiste, da sind noch Vorräte. Nimm dir, was du willst. Danke. Ich will das jetzt auch mal hier den Tränken hinbekommen. Kann doch nicht sein. Ich habe mich mit dem Landwirtschaftslabor beschäftigt. Da wird es jede Menge Samen und Pflanzgut geben. Mein Favorit? Probe 626. Calotropis gigantea. Die Kronenblume. Wir hatten eine in unserem Garten. Da waren immer Schmetterlinge. Jeden Morgen ist August hingelaufen und hat unter die Blätter geguckt. Ob Raupen sich zu Puppen entwickelt hatten. Jetzt stelle ich mir vor, dass es in Zukunft unzählige davon geben wird. Konnten wir noch nie auswählen. Fokus untersuchen. Ein Fokus. Bals. Ich dachte, kein Nora würde jemals einen annehmen. Aber Wahl schon. Selbst als er überwältigt wurde, ließ er sich nicht von mir wegstoßen. Ich ließ Wahl bei Gemini im Stich. Ich hätte mehr versuchen müssen. Sie redet sich wieder die Schuld ein. Ich würde alles geben, um ihn zurückzuholen. Hilda hatte ja etwas angedeutet.
Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es so kommen wird, dass Aloy eine Entscheidung trifft, die der von Sobek sehr ähnelt, dass am Ende vielleicht sogar alle oder ein Großteil sterben wird, nur um Zero Dawn wieder zum Laufen zu bringen. Also dass sie sich für alle, dass sie alles wieder auf Anfang setzt. So ein Moment wie zum Beispiel bei Gothic, wo einfach dann am Ende die Barriere geöffnet wurde. Das dann ja vielen das Leben kostete. Nutze ich nicht. Warum kann ich die nicht nehmen? Vielleicht an der blöden Tasche. Also, Silence Plan war, Regala dazu zu bringen, ihren Stamm in einem hoffnungslosen Kampf gegen die Zeniths zu opfern. Das ist so herzlos. Hikaru, Kotalo, Decker, zahllose andere. Ich lasse nicht zu, dass man ihr Leben wegwirft. Unser erster Bogen. Erscheint es unmöglich. Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Das werde ich, Rust. Jetzt. Ich meine, der Speer. Die ganze Zeit dachte ich darüber nach, wie Elizabeth wohl war. Was sie tut. Dieser Talisman. Es war falsch. Muss doch noch auch eine Rolle spielen. Den hat sie Sobeks Skelett abgenommen. Sollte das vermutlich nicht mal mit mir selbst tun. Das ist doch irgendein Schlüssel oder so.